Hallo, ja, willkommen zur Pilzsuche im Februar. Viel gibt es zurzeit nicht mehr. Noch einige Austernseitlinge bin ich gerade auf dem Weg zu denen. Und vielleicht noch ein paar Sandfußrüblinge. Schauen wir uns auch gleich an. Und danach ist dann eigentlich das nächste, was im Kommen ist. Dann die Morchelsaison, die Morchelkurssaison, ja. Aber jetzt nochmal die letzten Winterpilze abstauben. Ja, und hier an dieser abgestorbenen Buche. Man sieht es an der glatten, grauen Rinde. Oben die Krone ist schon weg. Und hier zum Glück, nicht ganz oben, sondern im unteren Bereich, habe ich vor kurzem noch Saitlinge gesehen. Nicht besonders viele. Hier auf dieser Seite, ja. Das war wohl nichts. Da war schon jemand schneller. Die sind hier abgerissen. Ja, hier noch einige Fruchtkörper. Aber da fehlt schon die Hälfte. Hätte ich sie früher holen müssen. Naja, die kommen auf jeden Fall noch mit. Und dann schauen wir, ob es vielleicht noch irgendwo Sandfußrüblinge zu entdecken gibt. Was es auch bereits vielleicht schon haben kann, sind Fichtenzapfenrüblingen. Mal schauen. Ja, das ist alles, was es noch zu holen gab. Ich habe den gesehen vor einigen Tagen. Da waren noch satt durchgefroren und war auch noch mehr dran. Jetzt, wo er aufgetaut ist, kann man auch beurteilen, wie gut er noch ist. Kann man daran riechen. Er riecht noch schön, wie Austernseitlinge riechen sollten. Ist aber hier schon ein bisschen abgekämpft, gerade hier oben. Da war wohl schon ein Tier dran. Fraßspuren, ja, vielleicht ein Vogel oder ein Einhörnchen hat sich da bedient. Sieht nicht nach Schneckenfraß aus, aber ja, nehmen wir mal dieses Stück mit nach Hause. Wenn es nicht reicht, kann man ja noch auffüllen mit gekauften Egerlingen. Ja, den nächsten Baum mit den typischen Winterpilzen haben wir hier. Man sieht sie schon im Bild, die Sandfußrüblinge. Ja, hier sind sie. Recht kleine Exemplare, ich werde die wohl hier lassen, aber schön zum Zeigen, wie klein und verknubbelt die hier auch wachsen können mit ihren schleimigen gelblich-orangen Hüten, auch so weißlich bis gelbliche Lamellen und ganz typisch den Fuß, woher sie auch ihren Namen haben, den samtigen, überhauchten, nicht glänzenden oder glatten Fuß. Aber die sind mir zu klein. Die dürfen sich hier versporen und sich vermehren. Ja, hier ein Stück weiter ein paar größere Exemplare. Hier unten sind sie. Die schauen wir uns gleich von nah an. Hier an diesem Laubholzstumpf kaum zu sehen von oben, aber wenn man etwas in die Hocke geht, sieht man hier, wie schön alles voll ist. Richtig schön große Trauben mit Sandfußrüblingen, auch noch schön satt, wie man sieht. Da sieht man, hier hat man die Gelegenheit zu sehen, wie teilweise auf den unteren Hüten das weiße Sporenpulver von den Hüten darüber, ja, ein bisschen dran klebt. Ansonsten gehen sie eben so, ja, bald schon ins Bräunliche, aber die Sattheit ist noch gut. Wie ihr wisst, die Sandfußrüblinge, ein Pilz, der im Winter komplett durchfrieren kann, wieder auftauen kann und trotzdem keinen Frostschaden davonträgt. Der ist speziell auf dieses kalte Klima angepasst. Hier sieht man vielleicht das Sporenpulver noch mal etwas besser. Hier dieser weißliche Schimmer, das ist das Sporenpulver vom Hut hier darüber. Ja. Der Pilz enthält so eine Art natürliches Frostschutzmittel, das ihn vor den Schäden vom Frost bewahrt. Normalerweise, wenn sich Eiskristalle bilden, wenn etwas durchfriert, wird es durch die spitzen Enden von den Eiskristallen, werden die Zellen ja durchstochen und zerstört, mit dem Resultat, dass dann die Zellflüssigkeit ausläuft. Das kennt man von gefrorenen Himbeeren, sobald die auftauen,
fließt da, bluten die richtig aus, weil Himbeeren eben kein natürliches Frostschutzmittel enthalten, diese Pilze aber schon, deswegen sind sie jetzt auch nach dem Frost noch genießbar und man kann die ernten. Und das werde ich jetzt tun. So, erfolgreich abgeerntet, ja klar, einige Hüte lasse ich auch stehen, damit die sich auch noch verspuren können. Und hier die Ernte doch nochmal recht viel mehr, als ich erwartet habe zu dieser Jahreszeit. Sind doch einige Hüte. Noch zu sagen ist, dass die Stiele hier, die sind ein bisschen zu zäh, zu faserig, um die frisch zu verspeisen. Man kann die aber von den Hüten entfernen, sie trocknen und mahlen und zu einem Pilzpulver verarbeiten, das durchaus auch schmackhaft ist, um Soßen oder Suppen damit zu bereichern. Und hier sieht man jetzt auch nochmal richtig schön die samtig überhauchten Stiele, die aussehen, als hätten sie, ja, als wären sie mit Mehl bestreut. Eben schön samtig überhaucht. Ja, das war doch schon mal nicht schlecht. Also mit dem Körbchen bin ich für Februar schon sehr zufrieden. Mal schauen, ob uns noch mehr begegnet. Nun bin ich hier in einem Fichtenwald, in einem Fichtenbestand unterwegs und schau mal, ob hier schon die ersten Fichtenzapfenrüblinge zu finden sind. Die wachsen ja eigentlich das ganze Jahr, aber vorzugsweise von Februar bis ja, April, so die Hauptsaison. Und die wachsen, wie der Name schon vermuten lässt, auf Fichtenzapfen. Von dem her ist ein Fichtenbestand hier der richtige Ort, um die zu suchen. Also ich laufe hier durch und schaue auf den Boden, ob ich hier Fichtenzapfen mit kleinen Pilzchen dran finde. Es ist noch etwas früh, aber vielleicht haben wir Glück und es kommen schon die ersten, vielleicht kleinen. Also so sieht ein Fichtenzapfen aus. Und hier, den habe ich gerade aus dem Boden geholt, hat es tatsächlich auch schon Pilzchen dran. Und das würde dann später Fichtenzapfen Rüblinge geben, sehr wahrscheinlich so klein, noch schwierig zu beurteilen. Auf jeden Fall ist er schon besiedelt, aber ja, für Speisezwecke definitiv noch zu klein. Lass den hier nochmal etwas liegen. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Also das war den hier, den ich gerade gezeigt habe, einfach so spontan umgedreht. Aber wir wollen eigentlich die, die man nicht mehr umdrehen muss. Ja, schaut mal, hier werden auch kommen. Also hier wird ein richtig guter Bestand sein von Fichtenzapfenrüblingen. Die sind ja auch essbar, aber die ganzen hier noch zu klein. Kann man hier vielleicht noch ein paar finden, die größer sind, wenn hier schon die ersten wachsen. Die wachsen ja ein bisschen gestaffelt. Gerade so die Zapfen, die schon ein, zwei, drei Jahre alt sind, die eher schon weiter in der Verrottung sind, sind hier interessant zum Anschauen. Und hier sehe ich doch was. Hier hat es kleine Pilzchen, auch gerade neben einem Zapfen, jetzt nicht auf dem Zapfen, aber hier unten drunter müsste es dann noch einen Zapfen haben. Und ja, das sind doch schon die ersten kleinen Exemplare. Hier sieht man den Zapfen, so ansatzweise. Das ist das Substrat dieser Pilzchen hier. Ja, schauen wir mal, ob ich die hier rausbekommen. Ja, schon abgebrochen. Das ist das Substrat hier und das hier ist der Fichtenzapfenrübling. Der ist allenfalls um die Jahreszeit noch zu verwechseln mit dem Mäuseschwänzchen. Dem fehlt aber hier so ein bisschen das braune, beige bis fast gelbliche.
am Stiel und der hätte dann auch wie ein Mäuseschwanz so ein ganz feines Rippenmuster. Auch sind die Lamellen ein bisschen breiter stehend als hier beim Fichtenzapfenrübling. Und hier natürlich weiße Lamellen und weißes Sporenpulver. Ja, die ersten zwei, drei sind schon hier also. Aber der große Rest kommt dann erst noch. Auch bei diesen Rüblingen sind die Stiele eher zu faserig, um sie für Speisezwecke ja so zu verwenden. Die würde man auch hier wie beim Samtfußrübling zu Pulver verarbeiten. Ja, hier kommen doch einige. Sind die ersten also schon unterwegs. Und die Hüte kann man hier verwenden. Lohnt sich aber wirklich erst, wenn hier der ganze Waldboden übersät ist, hier die kleinen Hütchen in größeren Mengen zu sammeln. Sind geschmacklich recht interessant, haben für ihre Größe einen recht intensiven Geschmack. Aber so richtig viel für eine Mahlzeit geben die natürlich nicht her. Aber es ist auch einer der essbaren Pilze, die man jetzt noch Ende Winter im Februar durchaus finden kann, bis in den Frühling hinein. Was man allenfalls auch noch hier zwischen den Zapfen im Fichtenwald noch vereinzelt finden kann, eigentlich ein Pilz, der eher bekannt ist aus dem Herbst, ist hier der Amiant-Körnchenschirmling. Wenn man daran riecht, riecht er so ein bisschen nach Heustaub, nach Scheune, nach alter Scheune. Und ja, da wachsen jetzt tatsächlich noch Exemplare, sieht man häufiger im Herbst, ist kein Speisepilz, ist also uninteressant für Speisezwecke, aber der wächst hier durchaus noch in der Nähe der Fichtenzapfenrüblinge, hat aber im Vergleich zum Fichtenzapfenrüblinge ein größeres Erscheinungsbild und hier diese Körnchen am Stiel. Also den nicht essen. Ja, es gibt aber auch noch andere nicht essbare Pilze zu dieser Jahreszeit. Hier im Bild jetzt zu sehen, das sind Helmlinge. Helmlinge nicht ganz einfach makroskopisch zu bestimmen. Eher Mikroskop wäre hier angebracht. Aber es handelt sich hier vermutlich um Nitrathelmlinge. Die sind natürlich nicht essbar. Ist aber auch mal interessant, die zu sehen. Hier am Substrat, als Substrat ein Nadelholz, an dem sie hier wachsen. Hier sieht man auch verschiedene Altersstadien, schon relativ aufgeschirmte oder hier die jüngeren, typische Helmlingsform, wie sie hier wachsen, büschelig, hier aus dem Moos heraus. Schöne Pilze anzusehen. Aber eben, wie gesagt, nichts für Speisezwecke. Ja, den nächsten Pilz haben wir hier auf diesem Baumstumpf. Der harzige Sägeblättling. Ich zeige gleich noch, warum der so einen Namen trägt in der Nahaufnahme. Ist auf jeden Fall auch einer der Pilze, den man in den Wintermonaten gerne gegen Ende Winter findet, manchmal schon im Herbst, aber auch bis in den ins Frühjahr hinein. Ist aber kein Speisepilz, gilt ebenfalls als ungenießbar, weil sie einerseits zu zäh sind, andererseits aber auch bitter im Geschmack sein sollen. Ja, und woran erkennt man die so? Ganz typisch, nebst ihrer ja, dezenten Farbe ist auch so, dass sie ein bisschen leicht geharzt, so ein bisschen klebrig sind, wachsen hier auch auf Nadelholz, ist ja auch ein Baum, der Harz produziert, also das kann man sich ganz gut merken, aber auch ein wichtiges Erkennungsmerkmal, woher auch der Name kommt, Sägeblättling, das sind die Blätter, die Lamellen hier, die sind nämlich so gekerbt, gesägt wie ein Sägeblatt. Man sieht hier, wie sie immer wieder so eingerissen sind in der Nahaufnahme. Die Lamellen sind auch leicht den Stiel herablaufend. Und ja, das ist so ein typisches Erkennungsmerkmal der Sägeblättlinge.
Natürlich sieht man zu der Jahreszeit auch die typischen Baumpilze, wie dieses große Exemplar hier vom rotrandigen Baumschwamm. Ein richtig großes Teil. Hier nur noch wenig vom roten Rand zu sehen. Ist ein mehrjähriger Pilz, der wird jedes Jahr größer. Bevorzugt ebenfalls Nadelholz, kann aber auch auf Laubholz wachsen. Ja, für Speisezwecke zu zäh, aber als Vital- und Heilpilz durchaus interessant. Der gilt gerade in der Volksheilkunde, ja, was war das, bei Kopfschmerzen, gilt als immunmodulierend, gilt also als immunstärkend, als auch bei Immunüberreaktionen als ja, bremsend, gilt auch bei Magenproblemen als heilsam, als wirksam und ja, Kopfschmerzen habe ich schon gesagt. Ja, auch ein interessanter Pilz, als Vital- und Heilpilz doch relativ unbekannt, aber wächst zurzeit wirklich in großen Mengen. Zumindest bei uns sieht man jede Menge von den rotrandigen Baumschwämmen.